Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Street Photography hier auf YouTube auf meinem Kanal. Ich bin unterwegs, wieder mit der Sony A7 S II, diesmal mit einem 70-200er Teleobjektiv. Da seht ihr mich. Hey. Und wir gucken heute mal, was wir hier so machen. Ich wollte eigentlich erst Richtung Rheinufer gehen, aber das will ich mir auch noch auf der anderen Seite ein bisschen aufheben. Für so ein paar, ja, wie soll ich sagen, für so ein paar coole Momente, so sage ich es jetzt einfach mal, wenn das Wetter ein bisschen besonderer ist. Wir haben es heute sehr, sehr stürmisch. Heute ist es Stormy Day in Düsseldorf und wir gehen heute, habe ich mir jetzt überlegt, über die Kavalleriestraße zum Kaiserteich und gucken, ob wir vielleicht so, ja, das ein oder andere schnubbeln können. Momentan labere ich hier gerade ordentlich rum. Ich hoffe, dass das so mit der Qualität geht, weil es hart, ich weiß nicht, sieht man das, wie die Fenster wackeln von dem Haus. Krass. Ah, schade. Ich habe einen Krankenwagen gehört oder irgendwas mit Blaulicht. Und ich habe eigentlich gedacht, dass jetzt hier was kommt. Na. Ja, Nachziehautomatik ist noch nicht so meins, sage ich euch ganz ehrlich. Guck mal. Hey, 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 hey. Aber hier könnte man, glaube ich, gut üben. Ich habe mal viele Autos, die einfach hier langziehen und Gas geben. Und da muss man mal gucken, was hier irgendwie so einem vor die Flinte läuft. Naja, oh, geht doch. Haben wir da noch irgendeine geile Karre? Gucken wir mal. Hat er geguckt? Naja, weiß nicht, ob ich noch zu schnell oder zu langsam war. Das ist ordentlich windig. Boah, habt ihr den Fahrer von der Flaschenpost gesehen? Der wäre optimal gewesen. Da drüben Robert Geis. Auf Wish. So, gibt's die Ampel auch in grün? Danke. Wie geht man jetzt? Auch geil. Passend zum heutigen Thema. Achtung, Windböen möglich.
Boah, wie hart ist das denn, wenn du hier deinen Arbeitsplatz hast und hier gucken dauernd irgendwelche Leute rein? Mega nervig. Mega, mega nervig. Oh, er ist süß. Komm, nein, er gibt auf. Oh, seht ihr, dass sie hier am Kämpfen ist? Nee, das bringt nichts. Der Arme. Ich sagte, es ist windig. Und genau darauf habe ich Bock, so dieses Leben einzufangen. Also für die Leute, die jetzt so fragen, es geht da halt um anonyme Figuren des Alltags, nicht um die Person an sich. Das finde ich halt geil. Das finde ich halt echt geil. Wenn ich schon so ein Objektiv habe, muss man auch ein bisschen auf die Details achten. Man muss aber auch klar sagen, ich finde Schlösser cool. Warum kann ich das jetzt nicht fokussieren, Mann? Jetzt fängt es langsam leicht an zu fizzeln, also so ein bisschen. Aber mit Sonne, das heißt, wir müssen irgendwo ein Regenbögenchen haben, aber ich weiß nicht wo. Ich sehe auch gerade keinen. Schade. Ah, zu spät. So manche Schilder, ne? Muss ihn nicht verstehen, oder? Die muss er einfach nicht verstehen. So, das ist das Ständehaus hier. Was genau die Mission von dem Haus, von dem Gebäude links ist, habe ich auch noch nicht so erörtert. Meißenbällchen. Och, jetzt hör er auf. Jetzt macht mir hier ein scheiß Meißenbällchen nicht schwer, oder was?
dann halt so. WTF? Willst du einfach nur ein scheiß, dummes Meisenbällchen fotografieren? Und das Ding ist einfach der Endgegner. Das Ding ist einfach der Endgegner. Schade. Schön am Smoken, der Kollege. Ein schönes Bild gegeben, glaube ich. Man muss halt sagen, Düsseldorf hat schon schöne Ecken, ne? Düsseldorf hat echt schon schöne Ecken. So, das Ständehaus. 1876 bis 1880 nach Plänen von Julius C. Raschdorff als Parlaments- und Verwaltungsgebäude für den Rheinischen Provinziallandtag errichtet. Und Leute, ist hier Sitz des Landtags Nordrhein-Westfalen. Nee. Was ist hier? Kunstsammlung. Entschuldigung. 1949 bis 1988 war das. Hier ein bisschen Wässerchen laufen würde, wäre es noch schöner. Jetzt wird es wieder windig hier. Haben wir hier unten irgendwas, was sich lohnt? Ich glaube, das wird abends auch cool beleuchtet. Glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Bin mir nicht ganz sicher. Habe eigentlich ein bisschen mehr, wenn ich ehrlich bin. Habe ein bisschen mehr Fahrradfahrer und so erwartet oder Leute, die einen Schirm haben oder so.
Aber dafür regnet es, glaube ich, nicht genug. Ja, nee, ist klar hier. Kriegst du die Scheiße ab? Oh, da vorne Wildgänse, sehr geil. Ja, das ist jetzt der Kaiserteich, so heißt der Tümpel hier. Nee, tauchen will ich da drin nicht. Das ist einfach nur bestehend aus Gänse- und Entenscheiße. Da möchte ich nie rein. Das ist das Schöne, in Düsseldorf haben wir halt eine komplette Kolonie Wildgänse. Oh, jetzt hau nicht ab. Das sind schon ordentliche Viecher, ne? Mich doch mal an. Der Wildtierfotograf. Sollte vielleicht mal eine Serienaufnahme einstellen. So, Jungtier von der Mutter getrennt. Und der watschelt hier hoch. Auf die Straße. Attackier mich nicht, das wollen die Leute nur sehen. Wahrscheinlich ein Drohgebär, der heißt so, verpiss dich oder ich greif dich gleich an. Bleib doch mal so stehen. Das war scheiße. Du machst es mir auch nicht gerade einfach hier. Wieder die guten Autofokusprobleme, ne? Einer ist im Wasser, gehen wir mal hin. Was macht denn meine Kamera hier? So, ich weiß nicht, bis wohin ihr jetzt gesehen habt. Ich bin jetzt gerade hier am Weiher. Ich habe jetzt gerade nur gesehen, dass die hier irgendwie ein bisschen Terz machen. Jetzt gehen wir gerade mal ein bisschen tiefer. Versuchen die mal. Das war nix.
Das sollte doch ganz geil aussehen. Ja, gib mir einen Driss. So, unsere Luftratten. Ist das davon eine kleine Wildgans oder eine junge Wildgans? Keine Ahnung. Ging, ich muss hier mal durch, weil die sieht cool aus da vorne. Die sieht anders aus als ihr. Du bist ja am Röcheln, ne? Klingt so ein bisschen nach Carsten. Der Röchelhilpers. Oh, der Hund ist knuffig. Na? Na? Jufelnfeine. Das hat er jetzt gerade nicht mitgekriegt. Er ist schon über 1000 Mal fotografiert worden im Studio von den Touristen. Und wenn er jetzt dann sieht, Handy oder Kamera auf den Touristen, wird er ganz entspannt. Dann dreht er sich um und zeigt den Leuten den Hintern. Wollen Sie noch eins machen? Gerne. Gerne. Mach ich noch eins von dir. Hallo. Alles gut. Können wir schauen? Ach Gott. Dankeschön. Bitteschön. Schönen Tag wünsche ich noch. Gucken, ja. An der Brücke in der Trauerweide. Ja. Sind zwei Nester, da sitzen die Jungen ja schon drauf. Super. Und wenn sie nachher hier durchgehen, ja? Über die Straße, ist so ein Tor. Ja. Das müsste auch auf sein. Und da unten ist so ein kleiner Arm von der Düssel. Ja. Wenn Sie Glück haben, sehen Sie das als vorgekehrt wird. Dankeschön. Ja, ja, man hat eben mal so viele Leute finden. Muss ja auch mal sein, ne? Vielen Dank. Der alte Mann. Aber ihm geht's gut, das ist die Hauptsache. Ja, der wird jetzt 11. Boah. Schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Ihnen auch. Tschüss. Viel Spaß noch. Danke. Oh, ist das schön. Der Ralfi. So, Grauneierres. Grauneier-Nest. In der Trauerweide. Hatte ich gedacht, wenn sie rübergehen, soll ich jetzt schwimmen oder was? Jetzt bin ich, da hinten oder was? Ich glaube da hinten. Ich glaube da hinten, gucken wir mal. Ich hoffe, dass mein Akku heute so lange hält. Kommen wir hier durch. Ich glaube, es ist unscharf.
schade. Schade. Hat es gerade eben schön gestreckt, der Reiher. Der Reifi. Die guckte schon so unfreundlich, da hebe ich gar nicht erst die Kamera. Das Problem ist, was man hier hat, ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt, ich muss die Kamera, glaube ich, ein bisschen runter machen. Wir haben da unten ja die Gänse. So, das ist ja auch schön und gut, dass die da sind, aber wenn ich jetzt von hier oben runter fotografiere, sieht das blöd aus. Das ist so dieses, ich nenne es mal von oben herab. Ja, und ich möchte das eigentlich ganz gerne von unten machen. Wenn du runtergehst, sind die direkt wieder, direkt wieder am Zicken. Dann gehen wir jetzt mal hier rechts. Wir müssen gleich da bei dem Tor durch. Gleich. Das muss ich aber fotografieren. Die Augen auf. Jetzt wäre ich da näher ran. Hätte ich mich da angepürscht. Aber mit meinen 2 Meter, 170 Kilo. Ach Männlein und Weiblein sogar. Ich will euch nicht wecken, Kinders. So, festen Stand suchen, nicht, dass ich hier gleich hier in den Weiher rutsch. Commander Krieger, der Wildlife-Fotograf. Aber da komme ich mit meinem 200er Tele nicht weit. Was ist denn los da, Mann, ey? Man lauter als ich. Ihr denkt, ihr kriegt was zu fressen, ne? Am Arsch. Ich munte. Wie konditioniert die sind. Denken die sich so, oh, alles klar. Oh, hier. Der landet so gut wie im Wasser. Das muss ja nicht sein, ne? Ich meine, das ist sowas. Das finde ich nervig. Ich meine, du hast doch hier Mülleimer. Können die nicht einfach hier reinwerfen? Pisser. Ich habe auch einen göttlichen Funken in mir. Den göttlichen Funken. Oh, seht ihr da oben die Papageien? Ja, die seht ihr wahrscheinlich nicht. Wir haben nämlich in Düsseldorf.
Erstmal finden das Schwein. Da mache ich mal eben im Sucher. Da muss ich ein bisschen näher ran. Aber ich hoffe, der fliegt nicht weg. Machen wir mal nur einen Fokus. Den Hammer. Aber wo jetzt hier das Reihernest sein soll? Die meint doch jetzt nicht, dass ich hier durchkrabbel. Kann ja nicht meinen, oder? Glaube ich nicht. Ist ja eigentlich im Weitwinkel schön. Aber hier sollte ich freies. So, Monitor. Bezirk Bergisches Land. Oh, ich leicht verlaufen die CDU. Ach ja. So, also bevor ich hier rechts lang gehe, machen wir da vorne noch was. Ich glaube, der ist ein bisschen zu weit weg. Die Weitwinkelfotografie mit einem Tele. So. So, was haben wir denn hier? Was hat die denn gesagt, was wir hier haben? Das ist die Düssel. Aber was hat die denn gesagt, was wir hier sehen sollen? Oh, hier ist Maskenpflicht. Entschuldigung. Hier ist jetzt Maskenpflicht. Wie man an diesem Schild hier unschwer erkennen kann. Ziehen wir direkt mal hier
die Maske auf. Soll das Bienen für Bienen sein? I don't know. Das ist ganz cool hier. Hier wird doch gekifft. Sag ich doch. Und schön einer gesmoked jetzt. Ich glaube nicht, dass sie mit einem Foto einverstanden sind, oder? Was glaubt ihr? Aber hier ist auch nichts. Das ist ganz cool hier. Aber auf jeden Fall ein chilliger Ort, um sich einen zu smoken, ne? Nein, alles gut. Nein, ihr könnt ruhig einen ziehen, aber alles gut. Gleichfalls. Keine Sorge. Gleichfalls. Das ist eine Scheiße. Alter! Ich hoffe, das geht mit dem Sound. Achtung, Windbö. Hauptbahnhof am besten, ja. Mit der Bahn oder zu Fuß? Einfach
dieser Straße immer weiter folgen. Okay. Immer folgen. Immer folgen? Immer folgen. Und dann komme ich darauf zu? Dann kommst du automatisch darauf zu. Okay, also ich mache gleich so einen Rechtsknick, ja, den Rechtsknick mitmachen, dann immer geradeaus. Ist okay, aber ein ordentliches Stück. Super, danke. Hat er noch was vor? Da hat er noch was vor. Auch so ein Schild, was sie sich sparen können, bei Dauerrot Störung im Tunnel. Ah, weiß ich nicht. Kritisch. Kritisch. Kritischer Hase. Nö, nö. Nee, nee. Wieso steht da eine Gasflasche? Wieso stehen da zwei Gasflaschen? So passieren hier Unfälle. Schwarz-Weiß, glaube ich, könnte das so sein. Ja, Freunde, Messages, Videos. Denk mal an die Liebe. Ach ja, das war heute eine kleine Runde. Ich habe eigentlich ein bisschen mehr Regen gehofft. Habe ich extra richtig wetterfest eingepackt. Aber wir hatten halt nur Wind. Aber davon ordentlich. Also war gut stürmisch.
Der Ralf hier haben wir kennengelernt. Papageien haben wir gesehen. Gänse, heute mal so ein bisschen der Wildtierfotograf quasi. War auch nicht so eine große Runde. Ich muss mal gucken. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es mir schwieriger vorgestellt. Ich habe es mir schwieriger vorgestellt, mit dem 70-200er zu fotografieren. Ich denke, dass so 1, 2, 3, 4, 5 coole Shots dabei sind. Denke ich mal. Mal ein bisschen das Kennzeichen weg. Muss nicht komplett drauf sein. Schönes Auto, ne? Ihr müsst euch vorstellen, wenn ich mich jetzt hier reinsetze, bricht links die Achse. Also die Vorderachse bricht links. So, haben wir da noch was? Ne. So, dann machen wir mal hier Feierabend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst eine Bewertung, ein Like, einen Kommentar, alles mögliche. Welches Objekt hättet ihr fotografiert? Und ich bin raus. Gut, Schuss, bis zum nächsten Mal.